Gut, liebe Brüder und Schwestern, wir sind im zweiten Buch Mose, Kapitel 21. Und bevor wir da hineingehen, vielleicht einfach so als Gedankenanstoß aus Psalm 1. Glücklich der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen, den Weg der Sünder nicht betritt und nicht im Kreis der Spötter sitzt, sondern seine Lust hat am Gesetz des Herrn und über sein Gesetz nachdenkt, sinnt Tag und Nacht. Ein wunderbarer Psalm, gleich zu Anfang der Psalmen. Es ist eine gute Sache, ja, glücklich zu preisen bist du, der du das Wort Gottes ernst nimmst. Und ja, hier steht die Tora, die Unterweisung, das Gesetz. Und damit sind ganz besonders natürlich auch diese Rechtsbestimmungen gemeint. Sind diese Gesetze gemeint, von denen wir jetzt lesen im zweiten Buch Mose? Und ja, hier wird davon gesprochen, dass man seine Lust daran haben kann. So wie man sich seine Lust haben kann an dem schönen Wetter heute. Also ich war vorhin irgendwie in der Stadt kurz noch, musste noch was besorgen und dann habe ich mich irgendwie kurzfristig entschieden, statt jetzt mich irgendwie ins Zimmer zu setzen und die Bibel zu studieren, mich einfach ins Café zu setzen, draußen bei dem schönen Wetter. Ne? Und es war herrlich, also so eine wunderbare Geschichte, da draußen zu sein, so ein laues Lüftchen, die Atmosphäre ist irgendwie so, ja, irgendwie hat man seine Lust daran. Oder an so einem schönen Sonnenuntergang kann man doch so seine Lust haben, oder? Sich dran erfreuen, um ein anderes, älteres Wort zu benutzen. Ist irgendwie so voll genießen, wie was sich ergötzen. Was sagt man denn Neudeutsch dazu? So? Das Feiern, jawohl. Also glücklich erst, wer das Gesetz des Herrn feiert. Und über sein Gesetz sinnt, und das Wort heißt murmeln, darüber nachdenken, das Aussprechen, das sich selber vorlesen, und dabei darüber nachdenken, das Kauen im Grunde. Na, im Englischen heißt es dann meditate. Das ist natürlich das falsche Wort im Deutschen. Na, mit meditieren verbinden wir was anderes. Aber ja, in dieser Weise sich darin zu vertiefen, eben nicht nur oberflächlich zu lesen. Und so schnell sind wir dabei, in diesen Gesetzen oberflächlich zu lesen, gerade wenn wir, ich weiß es nicht, wenn du das so machst, wie es viele Christen, gläubige Christen so machen, die lesen ihre Bibel. Und das ist hier ein Grund, warum wir das tun, ist, weil wir glückselig gepriesen werden, wenn wir das tun. Na, wenn wir nicht nur sonntags oder sonntags und mittwochs zur Gemeinde gehen, um dann eine Predigt zu hören von hoffentlich 45 Minuten Länge und das war's. Nein, wir wissen von Jesus, dass jedes Wort Gottes Brot für unsere Seele ist. Wir leben von ein Kind Gottes, ein Mensch Gottes lebt von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes ausgeht. Es ist Speise für seine Seele. Und Gottes Wort sagt hier, du bist glücklich, wenn du das tust. Die Verheißung ist, du bist wie ein Baum, der an Wasserbächen gepflanzt ist, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Alles, was er tut, gelingt. Boah, was für eine Verheißung. Ich weiß es nicht, wer sich das nicht wünscht, dass das, was er anpackt, auch gelingt. Und vielleicht gibt es einige von uns oder gibt es eine Menge Menschen auch, die sagen, oh, mir gelingt irgendwie nichts oder das und das, es gelingt mir nicht oder ich kriege das nicht hin. Und da sagt Gottes Wort ganz einfach, hey, dann
nimm doch das Wort Gottes zur Hand und denk darüber nach. Fang an, daran Freude zu gewinnen, dich in das Wort Gottes zu vertiefen. Und auch ins Gesetz des Herrn. Und ich finde es wunderbar, ins Gesetz des Herrn hineinzugehen und darin ja, ein Stück weit zu verweilen, darüber nachzudenken. Ja, manche Gesetze, die kommen uns so fremd vor, aus so einer fremden Welt und mit so fremden Themen, mit denen wir gar nichts zu tun haben. Aber da steckt so viel drin von der, ja, Gott offenbart sich in seinem Gesetz. Wisst ihr, das Gesetz des Herrn, es schreibt nicht nur eine Ordnung vor, es sind nicht einfach nur Gesetze, okay, mach das und lass das und wenn du das machst, dann passiert das und das und wenn das so und so ist, dann mach es so und so. Es ist nicht einfach nur so ein Rechtsbuch oder so ein Handbuch, wie jetzt irgendwie das Recht zu handhaben ist in Israel. Nein, da steckt viel mehr drin. Gott sagt etwas über den Menschen. Er zeigt uns seine Sicht auf das Leben, was ihm wichtig ist. Und wir können darin so viel lesen und davon so viel lernen. Und wisst ihr, vieles von dem, was wir hier lesen und lernen, scheint für uns dann tatsächlich auch irgendwo selbstverständlich zu sein. Aber wisst ihr, warum das so ist? Weil dieses Wort unsere Kultur geprägt hat. Unsere Gesetze sind vielfach darauf aufgebaut. Unser Rechtsverständnis, unser Verständnis vom Menschen ist davon geprägt und es ist gut, darauf zurückzugehen und sich das klarzumachen, das vor Augen zu führen. Und wenn wir so geleitet durch den Geist Gottes in das Wort Gottes eintauchen, ja, dann werden vielleicht manche Dinge, die auch unverständlich für uns sind oder die uns irgendwie schräg vorkommen, wenn wir tiefer hineinblicken, ergeben sie total Sinn. Und wir verstehen, was Gott damit eigentlich gemeint hat. Denn manche Gesetze und manche Gebote hier, wenn wir sie lesen, sie wurden teilweise aus dem biblischen Zusammenhang herausgerissen, aus dem geistlichen Verständnis herausgerissen und dadurch bekamen sie eine Anwendung, die entgegen dem steht, was Gott eigentlich damit gemeint hat. Und so ist Jesus auch aufgetreten und hat viele von diesen Gesetzen auch neu ausgelegt oder hat den geistlichen Sinn erschlossen. Wenn er in der Bergpredigt sagt, ihr habt gehört, dass zu den Alten gesagt ist, ich aber sage euch, dann heißt es nicht, dass Jesus etwas anderes lehrt, sondern dass er sagt ja, kein Tüpfelchen von dem Gesetz soll weggenommen werden. Nein, es muss alles erfüllt werden. Er sagt nicht etwas anderes. Er ist nicht der Vertreter, er ist nicht der Prophet eines anderen Gottes, wie es teilweise dann sogar schon früh in der Kirchengeschichte zu Irrlehren kam, die gesagt haben, ja, der Gott des Alten Testaments, das ist ein böser Gott und der Gott des Neuen Testaments, das ist der liebe Gott, der gute Gott. Und die sind im Streit gegeneinander. Und das ist nicht so. Wir haben uns mit den 10 Geboten, den 10 Worten befasst. Und also für mich ist es jedenfalls so, ich weiß nicht, ob es für euch auch so deutlich geworden ist, das Wesen Gottes, den Charakter Gottes, so wie er sich auch in Jesus Christus offenbart, finden wir hier auch. Und wir finden es eben auch in den Rechtsvorschriften, wo wir sehen, dass Gott besorgt ist um die Schwachen, diejenigen, die unterdrückt sind, die an der untersten Stufe stehen, die im Grunde keine Rechte haben, sie bekommen bei Gott Rechte. Von Anfang an ist Gottes wichtig in seinem Volk, dass die Schwachen, die Sklaven Rechte haben. Warum? Er sagte später auch immer wieder, erinnert er sein Volk daran, ihr selbst seid doch Sklaven gewesen. Deswegen müsst ihr eure Sklaven so behandeln, wie es ihnen gebührt, nämlich als Menschen. Ihr müsst sie behandeln, als nicht als ein Stück Dreck, nicht als eine Sache. Und da sind wir eingestiegen in Kapitel 21, nachdem es anfing mit den Altargesetzen, mit der Anbetung, kommt es zu den Rechtsvorschriften über die Sklaven. Wir haben über die männlichen Sklaven, die weiblichen Sklaven, die eigentlich, wo das Wort Sklaven eigentlich hier in die Irre führt, weil es geht nicht um zuallererst und vor allen Dingen um
ein Sklavendasein, wie wir uns das in unserem Bild vorstellen, sondern es geht um eigentlich um Ehevorschriften. Schon in gewissen Abhängigkeitsverhältnissen, auch in gewissen Schuld, in einem Schuldverständnis. Aber auch hier sehen wir, dass Gottes Wille der Schutz ist, der Schutz auch der Frauen, die in diesem Kontext sind. Und dann gehen wir jetzt weiter in Kapitel 21, Vers 12. Mose schlägt hier, Gott schlägt hier ein neues Thema an. Wer einen Menschen so schlägt, dass er stirbt, muss getötet werden. Klar, wir sehen hier irgendwie den Bezug zu den 10 Geboten. Du sollst nicht töten. Und hier wird interessanterweise gesagt, wer einen Menschen so schlägt, dass er stirbt, muss getötet werden. Das heißt, hier wird die Aktion nochmal deutlich vor Augen geführt. Es geht hier um das Schlagen. Wir sind ja in unserem Land so weit, dass wir sagen, wir wollen eine völlig gewaltfreie Erziehung. Und das fing schon damit an, dass wir unseren Kindern immer und immer wieder gesagt haben und das mehr und mehr sich durchgesetzt hat. Das war nicht immer so in unserem Land. Sag mal so, wenn man 30, 40 Jahre zurückgeht, wenn sich da Jungs irgendwie auf dem Schulhof gekloppt haben, weiß nicht, war es ziemlich Wurst. Wurde das als jugendliches Kräftemessen eingeordnet? Ich finde es interessant, dass Gott hier auch einen Unterschied macht. Gott verbietet nicht das Schlagen grundsätzlich. Er sagt, wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, muss getötet werden. Auseinandersetzung. Ja, es gibt auch dieses Kräftemessen, gerade auch zwischen Männern. Und ja, wir wissen, dass es so schnell umschlagen kann in eine ernsthafte Keilerei. Und ja, auch da kann eine Menge passieren und Gott hat da auch einiges zu sagen. Das findet er auch nicht gut, dass einer den anderen verletzt. Aber hier geht es um Totschlag. Das ist wichtig. Gott sagt, Männer, und das steht hier eigentlich, wer einen Mann schlägt, und das sind ja meistens die Männer, die sich schlagen. Ich habe mal die Statistik gesehen, Totschlag in Deutschland, wie viele Menschen werden totgeschlagen, ermordet, umgebracht im Jahr. Es sind nur so 1500, gar nicht so viel. Also 1500 hört sich viel an, aber wenn man dagegen hält, dass, was weiß ich, Hunderttausende irgendwie an Krebs sterben oder so, dann ist das dann auch wieder relativ. Totschlag. Wer einen Menschen schlägt, dass er stirbt, muss getötet werden. Interessant, dass Mose von Gott dieses Gebot hier ziemlich zu Anfang gesagt kriegt. Vielleicht hat er in dem Moment, wo er es aufgeschrieben hat, gedacht, oha, krass, wie gnädig ist Gott. Er hat ja selber einen Mann totgeschlagen, oder? Er ist ein Totschläger. Wer einen Menschen so schlägt, dass er stirbt, muss getötet werden. Das Wort getötet werden und sterben ist dasselbe Wort im Hebräischen. Und daher kommt Gott dann später, einige Verse später, wenn er darüber spricht, Leben gegen Leben oder Leben für Leben. Das, was sozusagen die Folge ist für einen Menschen, der einen anderen Menschen das Leben nimmt, durch seine Gewalt, mit Gewalt auf ihn einwirkt und ihn das Leben nimmt, ist, dass er selber das Leben verwirkt hat. Er muss selber das Leben geben. Und das hat Gott schon am Anfang so festgelegt. Es ist am Ende ist es die Folge der Sünde. Er sagt, wenn du von dieser Frucht nimmst, dann musst du sterben. Genau dasselbe Wort steht da. Dann bist du des Todes.
dann wirst du des Todes sterben. So steht es eigentlich da drin. Und dann steht es in dem Zusammenhang, als die Flut kam und alles auf der Erde starb. Alles wurde getötet. Warum? Weil die Gewalttat auf der Erde Überhand genommen hat. Und was hat Gott dann zu Mose gesagt, als er aus der Arche ausstieg? 1. Mose 9, zu Noah, habe ich was anderes gesagt? Sorry. Zu Noah sagte Gott, Vers 6, wer Menschenblut vergießt, dessen Blut soll durch Menschen vergossen werden, denn nach dem Bilde Gottes hat er den Menschen gemacht. Gott hat eine Aussageabsicht damit, dass er sagt, Leben gegen Leben. Und die Aussage ist, wie wertvoll das Leben für ihn ist. Deswegen wird diese drakonische, drastische Strafe festgesetzt. Wo wir sagen, das ist unmenschlich, das ist inhuman. Todesstrafe, das gibt es doch nicht mehr. Das gibt es nur noch in so irgendwelchen komischen Hinterwäldlerstaaten. Mit dem Gebot, dass der einen anderen totschlägt, selbst das Leben verwirkt hat, wird allen Menschen vor Augen geführt, wie wertvoll das Leben für Gott ist, das Leben eines Menschen. Du darfst es nicht, du darfst ihn nicht totschlagen. Und das ist sozusagen das Grundgesetz oder das Grundgebot hier. Jetzt kommen einige Auslegungen, einige Regeln, einige Ausnahmen, so wie das ist. Es gibt ein grundsätzliches Gebot und dann wird es ausgelegt, auch schon vorher mit den Sklaven. Was war das Grundgesetz? Die Hebräer sollen keine Sklaven sein auf Dauer. Ja, Gott achtet und respektiert denjenigen, der Schulden gemacht hat und der Schulden, also jemand anders was geliehen hat, dass er auch ein Recht hat, ein Anrecht hat. Aber dieses Recht endet irgendwann. Nach 6 Jahren kann der Sklave frei ausgehen. Und dann wird alles Weitere geregelt. Und hier ist es der Totschlag, der geregelt wird. Totschlag hat den Tod des Totschlägers zur Folge. Vers 13, hat er ihm aber nicht nachgestellt, sondern Gott hat es seiner Hand widerfahren lassen. Dann werde ich dir einen Ort bestimmen, wohin er fliehen soll. Doch wenn jemand an seinem Nächsten vermessen handelt, indem er ihn hinterlistig umbringt, von meinem Altar sollst du ihn wegnehmen, damit er stirbt. Gott sagt, er macht einen Unterschied in der Motivation. Was hat dazu geführt, dass dieser Mensch totgeschlagen wurde von einem anderen Menschen? Ist es ein Unfall gewesen? Dann sagt Gott, du darfst fliehen, du darfst dich flüchten in einen Ort, wo du sicher bist. Da kann dich keiner antasten. Wisst ihr, damals gab es weit verbreitet das Prinzip der Blutrache. Gibt es heute auch noch teilweise in Ländern. Albanien zum Beispiel. Wenn da einer den anderen totschlägt, ja, dann rächt die Familie den Toten und bringt den Mörder um. Und dann geht das hin und her und hin und her und hin und her. Und Gott sagt hier, jemand, der das getan hat, der darf sich erstmal flüchten. Vielleicht ist es grundsätzlich so gewesen, wenn tatsächlich ein Totschlag passiert ist, dass sich der Totschläger sich dorthin geflüchtet hat, in diese Fluchtstätte, die werden dann später festgelegt, welche Städte in Israel das dann sind, um die Zeit zu haben, den Fall zu untersuchen. Sowas wie Untersuchungshaft, Schutzhaft. Aber dann auch ein Exil für Menschen, die tatsächlich
freigesprochen wurden, war es ein Ort, wo sie geschützt wurden und beschützt wurden vor rachdurstigen Verwandten. Gott hat also hier dem Kreislauf der Blutrache einen Riegel vorgeschoben und gesagt, nein, das darf nicht geschehen. Darüber hinaus sind diese Rechtsbestimmungen ja Grundlage für die Rechtsprechung Israels und Gott hat Richter in Israel eingesetzt, damit eben nicht der eine den anderen rächt, sondern dass es eine Instanz gibt, die das beurteilt und dann auch die Urteile ausführt. Gott hat dann später im Neuen Testament uns deutlich gemacht, Paulus sagt es uns in Römer 13, dass es Gott die staatlichen Mächte eingesetzt hat, dass es staatliche Mächte gibt, ist von Gott so vorgesehen. Gott ist kein Anarchist. Er ist dafür, dass es staatliche Mächte gibt, die tatsächlich auch eine Vollmacht haben, die Gewalt, die staatliche Gewalt innehaben. Und das ist so ein wunderbares Prinzip, Geschwister, ne? Dass nicht jeder in diesem Land hier ein Schwert oder eine Pistole hat. Na, und wenn ihm irgendwer in die Quere kommt, irgendwer ihm sich ungerecht behandelt, für er seine Pistole zieht und pff macht. Selbstjustiz. Sondern dass wir ein Rechtswesen haben, ein funktionierendes Rechtswesen und Gesetze und Richter, unabhängige Richter, mit Staatsanwaltschaft, mit Verteidigung, all das, ein sehr ausgearbeitetes Rechtssystem. Manchmal ist dieses Rechtssystem auch nicht unbedingt hilfreich, da verhindert es Gerechtigkeit, aber es hindert uns auf jeden Fall daran, an der Selbstjustiz. Und das ist schon von Gott so vorgesehen. Gott wollte nicht, dass wir Menschen unsere eigene Gerechtigkeit durchsetzen. Einer, der das gemacht hat, der so als Negativbeispiel steht, das ist am Anfang der Lamech in Kapitel 4 vom 1. Mose. Na, der hat sich gebrüstet und gesagt, wenn mich einer schlägt, wenn mir einer eine Wunder zufügt, den töte ich, den mache ich fertig. Na, und wenn mich einer angeht, ich werde mich siebenfach rächen. So ohne jegliche Grenze sind wir Menschen, wenn Gott uns nicht in die Grenzen hineinführt, die gut sind, die gerecht sind. Also der, dem es aus Versehen geschehen ist, der soll fliehen und darf in das Exil gehen. Doch wenn jemand an seinem Nächsten vermessen handelt, indem er ihn hinterlistig umbringt, ja, dann ist noch nicht mal dieser Fluchtort, der heiligste aller Fluchtorte, nämlich der Altar Gottes. Na, wir kennen das heute noch mit dem Kirchenasyl. Na, das ist im Grunde, da hat es seinen Ursprung, na, dass man seine Zuflucht nimmt als Übeltäter, als jemand, der ein Verbrechen begangen hat oder der verfolgt wird, wie auch immer, von staatlichen Mächten, dass man sich an den Altar Gottes unter dem Flügel Gottes sozusagen verbirgt und die Gnade Gottes anruft. Und Gott sagt, nein, für einen, der willentlich einen anderen Menschen das Leben nimmt und das geplant hat und dann durchgeführt hat, für den gibt es keine Gnade. Wer seinen Vater oder seine Mutter schlägt, muss getötet werden. Krasses Gebot hier. Interessanterweise steht hier nicht, wer Vater oder Mutter schlägt, dass sie sterben, muss getötet werden. Es gibt Ausleger, die sagen, ja, das wird hier ausgelassen, nicht weil es sozusagen etwas anderes sagt, sondern einfach nur, weil es sozusagen in der Wiederholung weggelassen wird. Es meint aber dasselbe, weil es im selben Kontext steht. Ich weiß nicht so recht. Ich glaube, dass es hier ausgelassen ist und dass das auch was zu bedeuten hat. Dass es hier, das eine ist die Gewalt unter Männern, die zum Tod des einen führt. Und deswegen die Todesstrafe des anderen zur Folge hat. Hier ist es die Gewalt an sich gegen Vater und Mutter, die Gott
ja eingesetzt hat als Instanzen für uns, wenn wir Kinder sind, wenn wir Jugendliche sind. Sollen wir Vater und Mutter ehren und uns ihnen unterordnen? Aber auch wenn sie älter geworden sind, sollen wir nicht gewalttätig gegen sie sein, wenn sie schwach geworden sind, wenn sie alt geworden und hilfsbedürftig geworden sind, sollen wir sie nicht schlagen? Und wie viel Gewalt wird alten Menschen gegenüber ausgeübt, weil sie nicht so funktionieren, wie sie sollen, weil sie einem Mühe machen, damit man sie irgendwie in die Bahn... Nein, sagt Gott, schlag sie nicht. Gott möchte, dass wir Vater und Mutter ehren. Wer einen Menschen raubt, sei es, dass er ihn verkauft, sei es, dass er in seiner Gewalt gefunden wird, der muss getötet werden. Also, hier nochmal in Bezug auf die Sklaverei, wir hatten das schon mal gelesen. Gott hasst den Menschenraub. Sklaverei, wie gesagt, ist eigentlich nicht Gottes Wille. Wir Menschen, wir unterjochen einander, wir nehmen einer dem anderen die Freiheit, wir benutzen einer den anderen, wir benutzen Menschen als Sache, wir rauben sie wie irgendein Ding, und verkaufen sie, das wird heute noch so gemacht. Gott will das nicht. Gott ist es zutiefst zuwider. Es spricht gegen die Menschenwürde, wenn du so willst. Wenn hier steht, er muss getötet werden, dann drückt das Gottes tiefe Verachtung über ein solches Verhalten aus. Und es drückt gleichzeitig die tiefe Wertschätzung, die Gott einem jeden Menschen angedeihen lässt, den Wert, den jeder Mensch hat. Er soll nicht getötet werden, er soll nicht geschlagen und getötet werden, er soll nicht angetastet werden, er soll nicht geraubt und verkauft werden. Wisst ihr, wenn, und ich bin jetzt hier mal ganz hart, Geschwister, aber es ist so, wir haben was mit Menschenhandel zu tun. Und Gott schaut darauf und sagt, es ist eine große Sünde. Wenn wir uns, gerade als Männer, aber leider betrifft es auch mittlerweile Frauen, wenn wir uns Pornos reinziehen, dann hat das oft was mit Menschenhandel zu tun. Diese Menschen, die dort Wir reden uns immer raus, ja, die machen das ja freiwillig. Nee, machen sie oft nicht. Oft sind sie versklavt. Sie sind unter falschen Versprechungen in bestimmte Länder gelockt worden, in der Prostitution auch. Sie sind gelockt worden mit falschen Versprechungen, sind dann in Schuldabhängigkeiten hineingeführt worden und werden dann gezwungen, diese Dinge zu tun, Prostitution, Pornografie. Und Gott ist das zuwider. Es ist nicht nur ihm bei Kindern zuwider, es ist ihnen auch bei Erwachsenen zuwider, weil es dem Wert, den er jedem Menschen gegeben hat, widerspricht. Wisst ihr, und die Sexualität hat Gott uns gegeben als ein Ausdruck der Liebe zwischen einem Mann und einer Frau, ganz exklusiv. Ganz intim, ganz persönlich zum Einswerden zwischen einem Mann und einer Frau, die Gott zusammengefügt hat und zu einem Fleisch macht. Wir sind so furchtbar, wir Menschen, in unserer Sündhaftigkeit. Und Gott sagt, ein solcher Mensch soll getötet werden. Und wir machen uns mitschuldig an dem Ganzen, wenn wir da mitmachen. Wer seinem Vater oder seiner Mutter flucht, muss getötet werden. Da sehen wir, dass es nicht nur die körperliche Verletzung, die zum Tod führt, ist, die irgendwie gemeint ist, sondern ja, das Antasten von Vater und Mutter.
Wisst ihr, und es geht nicht darum, dass es Väter und Mütter gibt, die wirklich Schlimmes tun und Schlimmes getan haben, die verfluchungswürdig sind. Aber das, was Gott uns anbefiehlt, ist hier, du sollst diese Institution, Familie, Vater und Mutter, du sollst sie nicht zerstören, du sollst sie nicht kaputt machen, nur weil Väter und Mütter nicht so handeln, wie sie handeln sollen, sollst du nicht den Wert, den Gott ursprünglich damit verbunden hat, in Frage stellen. Wisst ihr, Gott hat uns berufen, Väter und Mütter in seinem Sinne zu sein. Und wenn wir es nicht sind, dann soll nicht Vater und Mutter verflucht werden, sondern dann sollen Vater und Mutter zur Rechenschaft gezogen werden. Aber fluche sie nicht. Warum? Sie sind diejenigen, die dich ins Leben gebracht haben. Das ist im Grunde du selbst, das ist dein eigenes Fleisch. Ehre Vater und Mutter und fluche ihn nicht, das will Gott. Gut, jetzt geht es weiter. Wenn Männer miteinander streiten, hier auch, ne, Männer streiten miteinander. Männer sind so gewalttätig, Männer sind so aggressiv. Ja, manche sagen, es liegt an unserem Testosteron, das hat Gott uns so mitgegeben. Wir sind nun mal Kämpfer, wir sind nun mal Streiter. Ja, und das ist richtig so und gut. Aber wir müssen den richtigen Kampf kämpfen. Den Kampf des Glaubens. Und da sind wir auch gefordert, Streiter zu sein, für unsere Frauen, für unsere Kinder einzustehen. Aber unser Kampf ist nicht gegen Fleisch und Blut, sagt Paulus. Wenn Männer miteinander streiten und einer dem anderen mit einem Stein oder mit einer Hacke schlägt, ja, das kam vor und es kommt auch heute noch vor. Sodass er zwar nicht stirbt, aber bettlägerig wird. Falls er aufsteht und draußen an seinem Stab umhergeht, soll der Schläger straffrei bleiben. Nur muss er ihn für die Zeit seines Daheimsitzens entschädigen und für seine völlige Heilung sorgen. Ja, interessante Gebote hier, ne? Also, Gott straft hier nicht den Schläger grundsätzlich. Er fragt auch hier nicht nach der Schuld, weil meistens so ein Streit zwischen Männern gar nicht herauszufinden ist, wer ist hier eigentlich der Schuldige. Das Einzige, was zu sehen ist, ist der Schaden, der entstanden ist. Okay, also hier ist ein Schaden entstanden. Derjenige, der geschädigt hat, muss für den Schaden aufkommen. Punkt. Und das ist hier ein Grundprinzip, was sich durch die ganzen Gebote zieht, immer wieder. Wenn wir einen Schaden anrichten, dann sollen wir ihn wieder gut machen. Und das ist ein Grundprinzip, was wir uns auch innerlich tief zu eigen machen sollten. Wenn wir irgendwen geschädigt haben, dann sollte unser Herz als Kinder Gottes danach ausgehen, den Geschädigten Wiedergutmachung zu leisten. Wenn wir jemanden verletzt haben, wir sollten alles daran setzen, dass dieser Mensch von seiner Verletzung geheilt wird, vollständig geheilt wird. Wisst ihr, und ich meine nicht nur körperliche Verletzungen. Wir verletzen uns vielleicht körperlich so ziemlich wenig hier untereinander. Aber was wir tun, ist, dass wir uns häufig seelisch verletzen. Und da sollte unser Herz ausgehen und wir sollten das im Blick haben, dass unser Bruder, unsere Schwester verletzt ist. Wir haben sie verletzt. Wisst ihr, es ist diese Geschichte, diese alte Geschichte habe ich auch schon öfter mal erzählt, ne? Die Kinder zu Hause, ne? Und der eine tritt dem anderen auf den Fuß. Ja, du stehst dann davor und sie schimpfen und streiten vor dir und sagen, der hat mir auf den Fuß gelegt, aber der hat und so weiter. Ne? So, und dann sagst du, okay, gut. Wir kriegen das jetzt hier nicht raus, wer jetzt schuld ist, was jetzt hier, aber du hast ihr auf den Fuß getreten und sie hat Schmerzen. Du bist verantwortlich dafür. Du musst dich kümmern darum. Du musst den seelischen Schaden auch
wieder gut machen. Du bist gefordert, dich zu entschuldigen, um Vergebung zu bitten. Du bist dazu aufgerufen, ein Kühlkissen zu holen, damit der Fuß gekühlt wird. Ne, das klingt so läppisch, ne? Aber das sind Grundlagen, Geschwister, für unser Zusammenleben. Das sagt Gott hier. Junge, du hast den anderen eine über die Rübe gezogen und er hat jetzt Kopfschmerzen und kann nicht arbeiten. Hey, du musst aus deiner Tasche zahlen. Den Arbeitsausfall, den er hat wegen dir. Es ist mir egal, ob er dich provoziert hat und du deswegen ihn gehauen hast. Er hat Arbeitsausfall. Du hättest es nicht machen sollen. Okay, also Vers 19. Falls er aufsteht und draußen an seinem Stab umhergeht, soll der Schläger frei bleiben. Nur muss er ihn für die Zeit seines Daheimsitzens entschädigen und für seine völlige Heilung sorgen. Und dann ist auch gut. Wisst ihr, wir sind manchmal da dann auch zu heftig, weil wir sagen, keine Gewalt, nie. Und wer immer auch Gewalt übt, der ist ein Bösewicht und der muss am besten lebenslang hinter Gitter. Wisst ihr, wenn Wiedergutmachung gezahlt wurde, wenn jemand um Vergebung gebeten hat, wenn jemand Wiedergutmachung geleistet hat, dann war es auch okay. Dann war es auch erledigt. Wisst ihr, wir müssen auch vergeben können und einem Menschen eine neue Chance geben. Auch das macht Gottes Gesetz. Es verurteilt einen Menschen nicht lebenslang. Wisst ihr, wenn jemand bei uns heutzutage verurteilt wird, im Knast gesessen hat, der hat fast keine Chance, irgendwie ein Bein an den Boden zu kriegen in unserer Gesellschaft. Das ist unglaublich schwer. Wir sind da echt inhuman. Entgegen dem, was Gott eigentlich in seinem Gesetz sagt. Jetzt geht es hier weiter in Vers 20 und in diesem ganzen Thema Schläge, Verletzungen, Wiedergutmachung wird auch nochmal das Thema mit den Sklaven aufgegriffen. Wenn jemand seinen Sklaven oder seine Sklavin mit dem Stock schlägt, sodass er ihm unter der Hand stirbt, muss er gerecht werden. Das ist ein krasses Gebot, oder? Damals, in der damaligen Zeit, muss man sich mal vorstellen. Schon damals galt das. Und über die ganze Geschichte stand das im Wort Gottes drin. Ein jeder Herr von Sklaven, der seinen Sklaven totgeschlagen hat, hätte gerecht werden müssen. Und Gott wird richten darüber. Und wird diejenigen, die ihre Untergebenen, diejenigen, die ihnen ausgeliefert waren, wird sie zur Rechenschaft ziehen. Der Sklave hat diesen Wert. Des Menschen. Das sagt Gott hier. Jetzt kommt der nächste Vers und der scheint alles zunichte zu machen. Wir denken, nein, das kann doch nicht wahr sein. Gott, warum sagst du sowas? Das öffnet doch dem ganzen Missbrauch nur Tor und Tür. Nur falls er einen Tag oder zwei Tage am Leben bleibt, soll er nicht gerecht werden, denn er ist sein Geld. Gott, was meinst du damit? Das kann doch nicht wahr sein. Ist der Mensch doch nur ein Ding? Wenn er ein Sklave ist, ist er dann doch nur eine Sache? Ich fand es gut, in Auslegungen nochmal reinzugucken. Und ich fand es, also der Gedanke, der dahinter steckt, ist, wenn jemand einen Sklaven schlägt, sodass er stirbt, besteht immer die Chance, dass er es getan hat, um ihn umzubringen. Weil er das Ziel hatte, ihn umzubringen. Und da gilt sozusagen dieselbe Regel wie für den Totschlag. Wenn er ihn aber geschlagen hat, nicht um ihn totzuschlagen, sondern um ihn zu disziplinieren, was auch immer da passiert sein mag, dass er eine Strafe bekommen hat, wo er geschlagen wurde, und er am Ende aber an diesen Schlägen nach einer Zeit gestorben ist, dann sagt das Gesetz hier, der Sklavenbesitzer hat sich selbst geschadet. Ja,
dieser Mann, der da Sklave war und ihm, was weiß ich, 100.000 Euro geschuldet hat und deswegen sich in die Sklaverei verkauft hat, nehmen wir mal dieses Beispiel, um seine Schuld abzutragen. In dem Moment, wo er ihn so sehr schlägt, dass er darunter stirbt, ja, hat er sich selber ins eigene Fleisch geschnitten. Aber es bleibt natürlich irgendwo auch so ein bisschen ein Fragezeichen. Ich habe hier jedenfalls ein Fragezeichen an dem Vers. Gott muss mir das nochmal erklären. Aber es bleibt, am Anfang steht, der Sklave, der von seinem Herrn totgeschlagen wird, der Sklave soll gerecht werden. Das heißt, Gott sieht den Sklaven wirklich auch als Mensch mit Menschenwürde, als Ebenbild Gottes. 22, wenn Männer sich raufen und dabei eine schwangere Frau stoßen, sodass ihr die Leibesfrucht abgeht, aber kein weiterer Schaden entsteht, so muss dem Schuldigen eine Geldbuße auferlegt werden, je nachdem, wie viel ihm der Eheherr der Frau auferlegt, und er soll nach dem Ermessen von Schiedsrichtern geben. Also, hier ist eine Rauferei unter Männern, eine Schlägerei unter Männern, und eine schwangere Frau ist dabei und es passiert, dass sie so weit verwickelt wird, dass irgendwie sie eine Frühgeburt erleidet, eine Fehlgeburt erleidet. Da sagt Gott, auch das ist nicht einfach so, kann nicht so dahin gehen, sondern da muss eine Entschädigung gezahlt werden. Und interessant ist ja auch, dass er hier das Recht des Ehemannes bzw. der Ehefrau, des Ehepaares hier, diese Geldbuße festzulegen, erwähnt und gleichzeitig aber auch von Schiedsrichtern spricht. Das heißt also, es war nicht einfach in dem freien Ermessen, dieses Ehepaar konnte nicht einfach sagen, ja, jetzt musst du uns irgendwie 2 Millionen Euro zahlen. Na? Nein, die Schiedsrichter mussten das helfen, da zu einer bestimmten Einigung zu kommen, die auch tragbar war und die angemessen war. Falls aber ein weiterer Schaden entsteht, so sollst du gegen Leben um Leben, Auge um Auge, Zahn um Zahn, Hand um Hand, Fuß um Fuß, Brandmal um Brandmal, Wunde um Wunde, Strieme um Strieme, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das alte Prinzip. Wisst ihr, Menschen haben diese Verse völlig missbraucht und aus dem Kontext gerissen, um ihr eigenes Rachegelüste zu rechtfertigen. Mir wurde was angegeben, ich muss es zurückgeben. Dagegen ist es gegeben hier als ein gerechter Ausgleich, der uns aufzeigt, was das gerechte Maß ist. Wie gesagt, was ist das Maß, wenn einem ein Auge ausgeschlagen wird? Dann soll ein Auge dafür gegeben werden. Du sollst selbst allein, und das ist das, was Gott hier, dieses Prinzip, was Gott hier setzt, ist, hey, wenn du jemandem etwas antust, du musst wissen, was das für den anderen bedeutet. Es ist im Grunde eine furchtbare Art, Empathie zu lernen, Mitempfinden zu haben. Wenn du einen so verletzt, dass ihm das Auge kaputt ist und er nur noch ein Auge hat, was hast du da getan? Weißt du, was du da getan hast? Jetzt weißt du, was du da getan hast. Aber nicht mehr. Nicht mehr. Und das ist das, was Jesus dann meint, wenn er diese Verse aufgreift in Matthäus 5. Er sagt, er macht deutlich, dieses Gebot, was am Anfang da gegeben ist durch Mose, es ist nicht gemeint, dass man sozusagen sich rächen soll oder sich rächen muss.
Es zeigt nur auf, was sozusagen das gerechte Maß ist. Er sagt dann aber in Vers 38 von Matthäus 5, ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge und Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wenn jemand dich auf deine rechte Backe schlagen wird, dem biete auch die andere dar. Und dem, der mit dir vor Gericht gehen und dein Untergewand nehmen will, dem lass auch den Mantel. Und wenn jemand dich zwingen wird, eine Meile zu gehen, mit dem geh zwei. Gib dem, der dich bittet, und weise den nicht ab, der von dir borgen will. Was meint Jesus hier? Er sagt, Auge um Auge, Zahn um Zahn, als Racheprinzip, das ist nicht das, was Gott eigentlich will. Wenn dich jemand schlägt, dann solltest du nicht sagen, Schlag um Schlag. Also, du hast mich geschlagen, jetzt schlage ich dich. Sondern, halt ihm die andere hin. Geh eine Meile mehr mit. Versuch, etwas dem Bösen entgegenzustellen, was ganz anders ist. Überwinde das Böse mit dem Guten, sagt Paulus. Auge um Auge, Zahn um Zahn, sagt Jesus, hier geht es nicht um die Vergeltung, nicht um Rache, sondern es ist ein Rechtsprinzip. Aber Jesus sagt, du musst das Recht ja nicht, du musst ja nicht vor Gericht ziehen. Wisst ihr, nur weil es in Deutschland bestimmte Gesetze gibt und du ein bestimmtes Recht hast, heißt es nicht, dass du das einfordern musst. Du kannst, du darfst es einfordern. Aber Jesus lehrt uns, hey, bevor du dein Recht einforderst, denk mal nach, halt mal inne, ob du nicht vielleicht sogar nachgeben kannst, ob du nicht vielleicht auf diesem Weg gehen kannst, nicht mit gleicher Münze heimzuzahlen, sondern dadurch, dass du das Prinzip durchbrichst von Rache und wieder Rache und wieder Rache und wieder Rache, indem du das durchbrichst, zeigst du dich eigentlich als Kind deines Vaters im Himmel, dann bist du vollkommen, so wie ich, so wie Jesus. Er ist gekommen, um diesen unheilvollen Zusammenhang zwischen Sünde und Zorn Gottes zu durchbrechen. Wir haben gesündigt und Gott ist zornig und wird uns strafen. Aber Gott hat von sich aus gesagt, nein, ich will dieses Prinzip durchbrechen. Ich sende meinen Sohn. Er soll für die Sünden der Menschen sterben. Er soll diese Sünde auf sich nehmen. Er soll geschlagen werden, obwohl er nicht keinen Schlag verdient hat. Er soll sich töten lassen, obwohl wir die Mörder sind. Und das ist das Krasse. Er wurde tatsächlich getötet, hingerichtet. An ihm ist dieses Todesurteil wie für einen Mörder. Na, er wurde ja auch anstelle eines Mörders gekreuzigt. So hat Gott das Prinzip von Rache durchbrochen, sodass nicht mehr Auge um Auge, Zahn um Zahn gilt. Nicht mehr unsere Schuld und das, was wir dafür verdient haben, nämlich den Tod, sondern wir empfangen das Leben, weil Jesus das verdient hat für uns. Und wir sind frei. Wir schließen damit für heute und gehen zum Abendmahl.